So, Freunde, kleines Update. Hier haben wir mal 3 Kartos von mir. Fette Dieselbrummer, eine SE90 Free Mac, Canadian Pacific. Kennt ihr ja von meinem Kanal. Meine SE80 Mac Conrail und meine Norfolk Southern SE80 Mac. Die Norfolk Southern, das ist eine ältere Serie, habe ich gebraucht bei eBay gekauft und ja. Die ist jetzt erst vor 3 Wochen fertig geworden, alle 3 mit Soundtracks, und hier habe ich ein bisschen an den Lichtfunktionen rumgefingert und ein bisschen was ausprobiert. Das zeige ich euch dann mal. So, SD94D Streamer. Da habe ich, ihr kennt das ja bei Cartridge mit den Lightbars, da habe ich jetzt funktionierende Stitchlight eingebaut. Und zwar könnte man jetzt sagen, High Price Version, Low Price Version, beziehungsweise Radarware Fush Version bei der Conrail SD80. Ich hatte bei Ulrich Models ja bestellt für einige Leute ein paar Sachen für mich. Da habe ich mal diese LEDs bestellt, die kleinen mit Fiberglas, Lightbars vorne dran und Light Shield, und zwar für $7.50, links eine, rechts eine, also für $15. Das Licht passt zu dem Nose Light. Also praktisch für $15, weil ich da sowieso bestellt hatte. Hier habe ich meine eisweißen Blauscheinen drinne, passen zur Lok. Und praktisch die Radarware Fush-Version, die Billig-Version beim Ditchlight. Ihr seht, Schein auch blau. Hier haben wir Kosten von insgesamt fürs Ditchlight 2,20 Euro. 1,10 Euro pro SMD. Da habe ich eingebaut 0805er SMD LEDs, und als Linse habe ich einfach die Spitzen von den Kato Lightbars vom Ditchlight Stück abgeschnitten, hier in die Löcher reingeklebt und dann dahinter, direkt dahinter, das heißt direkt hier unten hinter der schwarzen Front, die 0805er SMDs. Ich hoffe, das sieht man. Wir haben hier schön den Blaueffekt, wie ich das wollte. Und hier haben wir die Ulrich Models Dinger. Die passen sehr gut von der Farboptik des Lichtes zu dem Nose Light. Gefällt mir. Und ja, immer mal wieder was Neues. So, die SD80 Mac Norfolk Southern, da habe ich an dem Licht was geändert, und zwar das Headlight ist ganz normale LED vom Tsunami Decoder. Das Ditchlight sind wieder 0805er SMDs, allerdings gedimmt, weil die nicht direkt hinter den geklebten Kartolinsen sitzt, dann war da hinten. Ich hoffe, kann man sehen.
So. Bei der SD Eddie Mac habe ich Markerlights eingebaut. Die hat die Radiolinsen, das heißt, wenn ich vorwärts fahre, leuchten hinten zweimal die Markerlights. Und wenn ich rückwärts fahre, leuchten vorne die Markerlights. Deswegen steht auch weiter vorne, wenn wir fahren mal ein Stück zurück, dann sieht man, das Headlight geht aus und die Markerlights gehen an. Leuchten schön rot, ich hoffe, das kann man im Licht sehen. Fährt man jetzt wieder vorwärts, gehen die Markerlights vorne aus und hinten an. Und natürlich meine SD9 P2K Chicago Northwestern hat endlich den passenden Speaker bekommen. So, meine SD9 P2K auf Nachtfahrt. Wie gesagt, hat endlich einen neuen Speaker bekommen, man hört sich lauter. Läuft top das Modell, Sound ist geil. Herrlich, ich mag das Teil. Okay. Kleines Update über meine Modelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lustig war es ja. Okay. Thanks for watching. I hope you have fun.